Ho, 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 ho! Ha! Servus, ich bin's wieder, der Tobi vom Hundesalon. Ja, und heute habe ich was für euch vorbereitet. Und zwar werden wir zusammen Adventskalender auspacken. Also, wer vielleicht darüber nachdenkt, für seinen Vierbeiner einen Adventskalender zu holen, der sollte jetzt dranbleiben, denn wir packen die alle zusammen aus, schauen, was drin ist und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Also, nach der Intro geht's los, bleibt dran und viel Spaß! Okay, also was haben wir hier? Wir haben hier 4 Adventskalender in, ja, ich sag's jetzt mal, 4 verschiedenen Varianten und in verschiedenen Preisen. Ich habe jetzt für jeden mal wegen was mir geholt und vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. So, ich sortiere die mal kurz nach Preis. Also, schauen wir mal da. Das kriege ich gar nicht alles auf den Tisch. Also, wir haben jetzt hier 4 verschiedene Varianten. Hier ganz links ist wegen was Besonderes, der ist nämlich zum selber befüllen, denn nicht jeder Hund kann natürlich alles essen. Es gibt manche, die haben eine Futterunverträglichkeit oder Allergien, für die ist der eventuell geeignet, denn die können natürlich ja, selber bestücken und ja, dementsprechend wissen sie ganz genau, was auch drin ist. So rum müssen wir es legen. Also, wir haben jetzt hier einmal den ganz links hier von Trixi, ganz offensichtlich, der hat jetzt, ich nenne euch jetzt die Preise, die ich bezahlt habe, 10,05 € gekostet. Dann haben wir hier einmal Semis Adventskalender für 18,68 €. Dann haben wir eben, wie gesagt, den zum selber bestücken, der war für 18,98 € zu haben. Und dann haben wir hier natürlich das Highlight, ja, der hat 39,90 € gekostet und der ist auch von Proxyland, so wie es hinten drauf steht. Und dann müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Für viele ist es bestimmt wichtig, was ist drin. Na, das ist für, nicht uninteressant, denn man muss ja natürlich sicher gehen, was man seinen Hund gibt. Alle haben im Prinzip hinten drauf stehen, ich halte sie mal ein wenig in die Kamera, hinten drauf stehen, was alles drin ist. Ihr könnt natürlich dann durchlesen, ob eure Hunde das auch alles vertragen und dementsprechend den richtigen kaufen. Allerdings könnt ihr auch alle Informationen natürlich online euch angucken, ne? Ist ganz klar. Bei dem hier ist es besonders, der hat hier einen QR-Code. Vielleicht könnt ihr den kurz abscannen, da sind dann alle Inhalte vorhanden. Ganz geil hier ist allerdings auch, wenn ihr das scannt und dann reinschaut, was drin ist, dann kommt ganz groß Spoiler-Alarm, Achtung, Achtung, wollt ihr wirklich die Überraschung wegnehmen? Eigentlich ganz lustig gemacht. Okay, den können wir uns mal kurz widmen, das ist natürlich der zum selber bestücken. Ja, ganz simpel, 24 Fächer, wo ihr rausziehen könnt und dann was befüllen könnt. Vorneweg möchte ich noch kurz erwähnen, es gibt bei manchen, beziehungsweise jetzt bei 2, habe ich festgestellt, wegen so Besonderheiten, die kann man ruhig mal erwähnen. Zum Beispiel bei Semis Adventskalender finde ich es echt krass, cool eigentlich. Der ist hier zu 100% kompostierbar und wenn ihr dann alles verbraucht habt und euren Hund alles gegeben habt, dann könnt ihr das Innenleben hier rausholen und so wie es zumindest hier auf der Verpackung steht, ja, als Samenschalen nehmen und dann praktisch wieder einpflanzen. Eigentlich ganz geil. Also Pflanzenbeet ist da inbegriffen. Und hier ist es auch, finde ich, erwähnenswert. Ist auf jeden Fall, schreiben Sie es hinten drauf, Sie helfen damit Leuten mit Handicap und auch der Karton wird von Leuten mit Handicap befüllt. Und finde ich auch eine schöne Sache. Kann man ruhig mal erwähnen. Ne? Also, dann würde ich sagen, die tun wir schnell weg und dann, ja, packen wir sie aus. Ist denn heute schon Weihnachten? Okay, wir fangen mit denen zum selber Auspacken an. Da gibt es ja jetzt auch nicht so viel dazu zu erzählen. Na, wir machen mal kurz diese Plastikummantelung ab. Auch schön, 2 davon haben kein Plastik rum. Ja, finde ich eigentlich auch zeitgemäß und kann man ruhig auch mal sagen. Alle wollen Plastik weniger, aber alles wird damit verpackt. Ja, also wie schon gesagt, wir sehen hier die Türchen. Er fühlt sich schön an, muss ich sagen. Und
Ist auch, finde ich, ansehnlich. Der passt, glaube ich, auch in jede Küche oder egal wohin. Und ja, hier die Inhalte sind so simple Plastikboxen. Ja, so. Und so kann man praktisch jeden Tag seinen Hund selber was reintun. Und weiß halt, was drin ist. Ich werde den natürlich auch benutzen und Sachen von den anderen da reinfüllen. Und dann kriegen das meine. Na? Ganz klar. Okay. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber wie gesagt, es ist für viele wahrscheinlich eine Alternative, wo nicht genau oder wo sicher gehen müssen, was drin ist. Holen wir uns den anderen. Okay, dann widmen wir uns den ersten Adventskalender mit Inhalt. Hier der von Trixi ist jetzt auch der günstigste von den vieren. Und auch der schlichteste, aber das muss ja auch nicht schlecht sein, weil ja, man braucht manchmal nicht mehr. Und wir reden hier immerhin um für Adventskalender für Hunde. Aber auch der ist natürlich in Plastik verpackt. Und wir machen mal auf. Das ist so geil, ne? Früher habe ich das als Kind immer heimlich gemacht, hinten die Adventskalender aufgemacht, dann die Schokolade rausgegessen und dann von hinten wieder zu. Und jetzt kann ich drei Stück auf einmal aufmachen. Wie geil ist das denn? Aber auf hier. Na. Mein Gott. Ja. Ziemlich simpel. Die hat hier einen Aufhänger, habe ich gesehen. Also den kann man auch an die Wand hängen. Na. Hier dann da oben so eine Schleife. Die muss man von hinten nur rumholen. Und dann könnte man ihn an die Wand hängen, wenn man möchte. Und wir würden sagen, ich packe den jetzt mal schnell aus. Wo ist denn eins? Hier. Und Achtung, 24. Okay. Nochmal das gleiche. So. Also schauen wir es uns kurz an. Ich habe es kurz studiert. Tatsächlich, ja gut, man, was soll, die benutzen natürlich die Sachen, die man bei Trixi so auch kaufen kann. Das habe ich aber auch erwartet. Also ich habe da jetzt nicht viel mehr erwartet. Es ist immer alles schön klein eingetüdelt. Und ja, für jeden Tag so ein kleiner Snack ist nicht schlecht und nicht verkehrt. Also wenn euer Hund allgemein mit den Trixi-Leckerlis zufrieden ist und die gerne frisst, glaube ich, ist das eine ganz gute Wahl. Ne? Und ich finde es ganz schön, jeden Tag so eine kleine Tüte rauszuziehen. Und ja, ist schon ein wenig lustig. Ne? Ja. Also ich glaube, man weiß, was man bekommt bei Trixi. Ich glaube, viele kennen die Leckerlis von Trixi. Und wenn ihr euer Hund damit gut zufrieden ist und das alles gerne frisst, ja, dann ist, glaube ich, der Adventskalender sogar gar nicht so schlecht für euch. Ne? Also ihr wisst natürlich, was drin ist, könnt ihr alles nachlesen. Von daher weiß man, auf was man sich einlässt. Eigentlich muss ich sagen, ja, eigentlich ein faires Produkt, ne, würde ich sogar sagen. Von daher kann man den schon empfehlen. Ne? Auch vorne das Logo ist ganz cool. Okay, dann holen wir den nächsten. Tada! Wir holen jetzt den von Sammys Adventskalender. Angeblich auch pro verkauften Kalender spenden wir 5 Euro. Ist ganz cool. Auch jetzt mal der erste ohne Plastikverpackung. Finde ich auch ganz cool. Und ich finde es halt echt geil mit diesen Schalen zum, ja, fürs Beet, fürs Pflanzenbeet, wo kompostierbar ist, macht richtig. Man hat mehr davon als. Also man hat sogar noch was im Frühling vom Adventskalender. Ist das nicht geil? Okay, auch hier. Na ja, gut. Also gut, ich hole die ganzen Sachen raus. Und dann sprechen wir drüber, was alles drin ist. Okay, zum 24. hole ich euch wieder her. Machen wir den 24. zusammen auf. Schauen, was da drin ist. Ah, okay. Also, man muss sagen, ne, mengentechnisch ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ich würde fast schon sagen, das ist ein bisschen zu viel. Um Gottes Willen. Also für große Hunde ist es auf jeden Fall okay. Aber schaut euch das mal an. Also das ist ja
kein Vergleich zu dem anderen. Auf jeden Fall, ja, für einen großen Hund okay, für kleine Hunde ist es schon viel, das muss man dazu sagen. Okay, ich hole jetzt das Innenleben nochmal raus, weil ich es einfach sehen will und dann bis gleich. Tada! Also, ihr seht hier tatsächlich euer Frühlingspflanzbeet. Ganz cool, hier kann man überall dann kleine ja, Setzlinge reinmachen oder was ansäen und ist anscheinend zu 100% kompostierbar. Finde ich mega! Richtig! Nice. Weil, ja, man hat im Frühling noch was davon. Ne? Das ist echt cool. Also, man hat mehr als nur Goodies. Okay. Dann mache ich den Tisch wieder sauber und ich hole den letzten. Tada! Okay, das ist der letzte in unserer Runde, wo was drin ist. Auch der teuerste in unserer Runde. Wie gesagt, hier von Proxyland und ist anscheinend das Beste oder das Gute hier dran ist, dass eben Menschen mit Handicap geholfen wird. Die haben hier einen Job. Dadurch finde ich eine schöne Sache. Also, dann machen wir auch mal hier auf. Ich hole jetzt alles wieder raus bis zum 24. Dann hole ich euch zurück und dann schauen wir, was eben 24. drin ist. Und dann sprechen wir über den Rest. Kurz zum Erwähnen, hier finde ich es ganz cool, dass die Zahlen nicht so offensichtlich drauf gedruckt sind. Denn es ist hier alles wegen, ja, in Englisch oder halt eben in Zahlen geschrieben. Was mir daran so gefällt, ist, dass man suchen muss. Na? Bei den anderen war es wegen immer, natürlich sind die Zahlen drauf, offensichtlicher, aber ich stehe immer gern vom Adventskalender und guck, wo ist denn die Zahl? Macht mir zumindest Spaß. Also, nur mal so nebenbei. Und los geht's, Trommelwirbel. Der letzte, Achtung. Ja. Okay. Hergestellt. Unter traditionellen Herstellungsverfahren befüllt von Menschen mit Handicap in Deutschland. Oh, zur Seite. Also auch hier muss man sagen, mengentechnisch auch eine andere Hausnummer. Ja, das müsste halt dann ein wenig aufteilen für kleine Hunde. Ansonsten würde ich auch hier sagen, eher für größere geeignet. Aber auch sehr viel und erster Eindruck nach auch so wegen das Hochwertigste. Ist natürlich auch der teuerste. Von daher war das zu erwarten. Aber wie zum Beispiel sowas hier, Fleischsticks vom Rind, ja, die waren jetzt, ist auch also der einzigste, wo zum Beispiel sowas dabei war. Ne? So komplette Dinger. Auch nochmal auf. So, ich würde sagen, ich hole jetzt alle mal kurz nebeneinander, also zumindest den Inhalt, damit wir uns den nochmal angucken können und einen Vergleich ziehen können. Und ciao! Ja, die Drehung musste sein. Wir haben jetzt hier den Inhalt aller drei Adventskalender, wo Inhalt drin war, auf den Tisch gelegt. Jetzt seht ihr natürlich schon mal den Größen- oder den Mengenunterschied. Und der ist auch erheblich. Also, tatsächlich finde ich hier bei Trixi die Portionsgröße am angenehmsten. Die ist eigentlich für jeder was. Also da könnt ihr ob klein oder groß nichts falsch machen. Und wie gesagt, für die Trixi Leckerlis in Ordnung sind, ein guter Deal, muss ich sagen. Eigentlich wirklich ein guter Deal. Bei den anderen beiden schaut es ein bisschen anders aus. Also hier ist die Menge natürlich schon viel, finde ich. Aber ist ja auch okay, die waren ja auch dementsprechend teurer. Aber hier müsst ihr definitiv wahrscheinlich für die kleineren Hundebesitzer das so handhaben, dass er vielleicht was von der normalen Essensration reduziert. Denn sonst könnte es ein bisschen viel werden. Und dann könnt ihr im Frühjahr mit dem Hund zusammen ein bisschen abnehmen. Denn ja, die Winterzeit bringt halt bei jedem ein paar Pfunde mehr drauf. Ne? Aber ansonsten bin ich auch hier mit Preis-Leistung zufrieden, muss ich sagen. Allgemein finde ich, war es bei jedem hier ein guter Deal. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran gehabt wie ich, denn ich habe noch nie drei Adventskalender auf einmal ausgepackt. Mein Kindheitstraum wurde endlich erfüllt. Wie geil ist das denn? Auch wenn es nicht für mich ist, egal. Das Gefühl ist einfach phänomenal. Also gut, dann
hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen bei der Auswahl helfen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.